Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von Photoshop Art. Mein Name ist Tim und heute zeige ich euch, wie man aus einem normalen Bild ein Bild im Comic-Effekt herstellen kann. So ist das Endergebnis. Aber nochmal von vorne. So. Man beginnt mit einer einfachen Tonwertkorrektur, um dem Bild einen größeren Kontrast zu verleihen. Dadurch zieht man beide Regler, also die äußeren, mehr in die Mitte und den mittleren kann man einstellen, wie man möchte. So, ja. Dann reduzieren wir alle Ebenen, also alle sichtbaren Ebenen auf eine, indem wir die Steuerung Alt, Shift und E Tastenkombination benutzen und damit wieder eine Ebene haben. Dann duplizieren wir diese Ebene zweimal mit Steuerung J und wieder Steuerung J. Und diese können wir auch benennen, wenn wir wollen. Ja. Die eine nennen wir Hochpass hart und die andere nennen wir Hochpass fein. So. Jetzt gehen wir bei der Hochpass hart Ebene auf Filter, sonstige Filter Hochpass und stellen da einen Wert von ja, ungefähr 6 ein und gehen auf ineinander kopieren bei den Ebenenfüllmethoden. Warum? Dann gehen wir auf die Ebene Hochpass fein, wieder zu Filter, sonstige Filter Hochpass und machen da einen Wert zwischen 1 und 2. So, in meinem Fall jetzt 1,1. Und da auch wieder auf ineinander kopieren. Dann gehen wir noch auf die Korrekturen und nehmen eine Verlaufsumsetzung. Ja, die muss schwarz zu, also schwarz-weiß sein. Egal, ob weiß zu schwarz oder schwarz zu weiß. Und dann stellt man diese auf weiches Licht. Oder ich merke gerade. Ne, sie muss schwarz zu weiß sein, so. Und dann auf weißes Licht. Okay. Dann nehmen wir wieder die Steuerung Alt, Shift und E-Kombination, um wieder eine Ebene zu haben. Und dann kommt die Handarbeit. So. Wir nehmen das Wischfingerwerkzeug und nehmen einen Schwellenwert von 50 und jetzt haben wir hier die Option normal, abdunkeln, aufhellen und die unteren 4. Die unteren 4 sind unwichtig, wir interessieren uns nur für das Abdunkeln und Aufhellen. So, als erstes nehmen wir das Aufhellen-Werkzeug und je nachdem, wie groß eure Falten auf dem Bild sind, oder ich habe jetzt halt ein Bild von einem alten Mann genommen, weil da der Effekt sehr gut rüberkommt. Man kann natürlich alle anderen Bilder nehmen, allerdings sind hier die markanten Stellen schon ziemlich gut zu erkennen. So, dann nehmen wir einen Pinsel in der entsprechenden Größe, wie man möchte, und wischen zwischen den Falten lang. Also alle Hauttöne ohne Falten werden einfach mit diesem Werkzeug verwischt. So, da muss man allerdings gucken, dass man die Falten nicht mit verwischt. So, und das macht man mit allen Falten. Dann nimmt man das Abdunkeln-Werkzeug, nimmt einen kleineren Pinsel und dunkelt die Falten ab. Verwischt sie auch. So. Dann mischt man alle dunklen Stellen im Bild und alle Falten entlang. Also dann auch hier die Falten, später auch an den Haaren. Da kann man sich entweder den aufhellen oder den abdunkeln Pinsel nehmen, also Wischfinger, und dann wischt man einfach die Haare entlang. So. Also praktisch im gesamten Bild macht man das. Also ich habe jetzt nur im Gesicht und am Bart gemacht und halt an den Arm. An den Arm muss man dann auch den Aufhellen nehmen. Und am Bart muss man gucken, wie man möchte, entweder den Aufhellen oder den Abdunkeln. So, da das jetzt zu lang dauern würde, mache ich das jetzt mal und bin dann gleich wieder da.
So, da bin ich wieder. Also jetzt bin ich fertig mit dem ganzen Verwischen und man sieht doch deutlich einen Comic-Effekt. Vielleicht ist es für manche Übungssache, aber eigentlich ist es nicht so schwer. Also ich habe jetzt nur den Mann in Comic-Style gemacht. Also den Hintergrund kann man auch gerne machen, aber fand ich jetzt nicht sinnvoll. Und das T-Shirt ist eh schwarz, also daran kann man eh nichts ändern. Und es geht auch genauso gut mit jungen Menschen. Aber bei Alten fand ich den Effekt gerade sehr gut. Und man muss halt darauf achten, dass man einen weichen Pinsel nimmt und keinen harten. Und ansonsten Schwellenwert 50%, abdunkeln, aufhellen. Und eigentlich ist es nicht so schwer. Muss man einfach mal ausprobiert haben. Danke fürs Zuhören, euer Tim.